Hallihallo, liebe Leute, und weiter geht es mit Soul Blazer. Und wir befinden uns immer noch auf diesem eisigen, verschneiten Gebirge, auf dem wir immer noch versuchen, hier sämtliche Gegner kaputt zu machen, damit wir das eisige Gebiet weiter beleben können. Yay, welch Freude. Denn wir wollen schließlich ein lebendiges Land wieder hier haben. Und wir haben hier einen Weg freigemacht, okay. Für das Ganze für einen Schneeball, na klasse. Ich werde von einem Schneeball verfolgt. Wie ist sowas überhaupt möglich? Also, wenn ich mal überlege, mich hat noch nie ein Schneeball verfolgt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr schon mal solche... Boah, kann man den nicht irgendwie kaputt machen? Vielleicht mit Feuer? Nee, klappt auch nicht. Okay, versuche ich mal irgendwie die Gegner Steine zu locken. Also, ich habe keine Ahnung. Ah, wie werde ich die am besten los? Na toll. Ich würde sagen, gar nicht. Oh, doch, ich muss schnell weit genug weg sein. Dann muss ich es einfach nur umrunden, genau. Ha, ausgetrickst. Und wir sind einfach nur aus der Sichtweite kriegen. Boah, ist aber auch ein nerviges Ding, dieser Schneeball. Ich hoffe, es gibt hier nicht mehr allzu viele, sonst wird das Ganze noch ein Riesenspaß und noch mehr Weg. Na, diesmal kommen Yetis. Ah, ich werde von oben angeschossen. Na, klasse. Das ist doch mies. Okay, ganz ruhig. Okay, das waren schon alle Yetis. Na, noch mehr Gegner. Ach so, jetzt kommen diese Schneeratten. Du Scheiße. Ah, verdammt. Ich sollte möglichst aufpassen. Ich sollte gleich mal gucken, was ich überhaupt ausgerüstet habe. Hoffentlich habe ich die Heilkräuter ausgerüstet. Falls jetzt Energiemangel besteht, dass ich dann nicht gleich krepiere. Das wäre nämlich gar nicht toll. Ja, klar, und... Die Ratten sind unter Schnee, wenn sie hier auf diese Steine laufen. Yo! Das ist sehr logisch. So, was haben wir jetzt endlich mal wieder befreit? Ein Großvater. Boah, der hat aber einen schönen Kamin. Okay, da werde ich mich wohl wohlfühlen. Bald steht ja auch schon wieder der Winter an. Wir sind ja schon wieder bei einer halbwegs kalten Temperatur und wir befreien eine Schnecke. Und da ist ein Kind drauf. Das heißt Schnecke mit Kind und nicht nur Schnecke. Also Details auslassen finde ich gar nicht nett. Ah, Schneeball, auch zwei Stück. Na klasse, von oben auch noch einer. Kann der nicht auch noch irgendwo gegenprallen? Aber wunderbar. So, wie wäre ich den jetzt los? Da hinten ist wieder das Nordlicht. Oder, Quatsch, ja doch, Nordlicht. Das schöne Nordlicht, welches ich so gerne betrachte. Ich könnte hier schon lang verweilen, aber wir wollen ja schließlich auch weiterkommen. Also werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich hier noch ein paar Gegner beseitige. Ein paar Monsterhöhlen aktiviere und noch ein paar Lebewesen befreie oder Truhen öffne. 50 Juwelen. Na Mensch. Heilkräuter. Wunderbar, ich bin wieder geheilt. Leer, na toll, nix. Und eine Magierüstung. Die schützt vor was? Verringert die notwendigen Juwelen um die Hälfte. Na klasse. Na komm, es hat mehr Abwehr. Also, rüste ich's mal aus. So werde ich wenigstens, wenn ich jetzt mal ein Juwel benutze, werde ich gleich mal ausprobieren. Y war das. Oh, jetzt wird's nur noch zwei abgezogen. Vorher waren es ja vier für einen Feuerballangriff. Noch mehr von diesen Flatterviechern? Oh, geht weg. So, langsam seid ihr viel zu viel. Noch so einer. Ihr habt eh keine Chance. Na, endlich. Und das Ganze haben wir jetzt für... einen Jungen getan. Und so schnell erscheint ein ganzer Zimmer. Wow, den gehört das ganze Zimmer. Okay, den beneide ich. Zu meiner Jugend hatte ich nicht so ein großes Zimmer. Aber gut. So, okay, hier geht's wohl in eine Höhle. In eine eisige Höhle, ach du Scheiße. Mit noch mehr Schneeratten. Ich weiß nicht, wie ich diese Viecher sonst nennen soll. Ich meine, Ratten im Schnee? Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oder habt ihr schon mal sowas gesehen? Ich noch nicht. Deswegen nenne ich es einfach mal Schneeratten. Weil normale Ratten sind es für mich nicht. Dafür würden sie mir einfach zu viel im Schnee rum. Jetzt würde ich gerne auf diesen Schalter, danke. Oh, ein Mädchen. Oh, er hat sogar ein Mädel in sein Zimmer. Okay, er muss es sich teilen. Dann beneide ich ihn doch nicht.
Okay, wobei, vielleicht doch. Mal, weil man weiß ja nicht, ob seine Freundin ist oder... Ah, seine Schwester. Gut. Geschafft. Ich muss die Schnäbel also tatsächlich so lenken, dass sie gegen so einen Stein rollen. Aber das erstmal hinkriegen. Das ist schwer. Aber ich hab's hingekriegt. Oh nein, 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 stopp, halt! Ich wollte eine Bremse. Ach du Scheiße. Okay. Das ist ein bisschen mies. Jetzt zu rutschen und ich kann, wenn ich rutsche, nichts mehr tun. Oh Gott. Das wird lustig. Jetzt muss ich auch noch... Ach du Scheiße. Oben oder unten? Ich würde sagen oben. Dann links. Dann unten. Rechts. Unten. Das war wahrscheinlich falsch. Links. Oben. Jetzt erstmal den Weg wiederfinden. Genau. Runter. Rechts. So, hab schon. Wow, ich liebe solche Rätsel gar nicht. Ah, verdammter Elch. Zeit für einen Elch-Test, aber den hast du nicht bestanden. So, dank dem Todesschwert sind die ja Gott sei Dank schnell weg. Wenn ich Glück habe. Egal. Wenn ich Glück habe, bekomme ich bald wieder Level Up. Ich sollte mal nachgucken, wie viel ich überhaupt noch brauche bis zum nächsten Level Up. Aber das mache ich erst, nachdem ich diese Gegner hier ein bisschen beseitigt habe. Wenn die sich hier ein bisschen reduziert haben. Nein, das war der falsche Knopf. 25.000, okay. Dann brauche ich noch 1.500, knapp. Ist auf jeden Fall mehr als genug. Und hier gibt es ja Erfahrungspunkte hoffentlich. Ich bewache diese Welt. Hier, nimm dies. Natürlich hatten wir wieder Erfahrungspunkte. Wir können zum Berg zurückgehen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen auch hier bleiben und noch ein paar Lebewesen befreien. Moment, wie viele Monsterhöhlen befinden sich noch hier? 3 Stück. Okay, das ist ein bisschen mager. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, dass die Höhle noch ein bisschen größer ist, aber gut. Wollen wir uns lieber nicht beschweren, bevor noch irgendwie eine große Monsterhorde kommt oder so. Gut, dann sind es jetzt nur noch 2. Und DJ Kerr befreite einen Jungen. Ich wollte gerade sagen, der hat aber ein großes noch... Hurra, ich bin zurück, ich bin zurück! Vielen, vielen Dank! Ich werde dir die Pilzschuhe geben, wenn du wieder zu mir kommst. Dann wirst du auf Eis laufen können. Oh Gott, da muss ich jetzt also zurück. Aber erstmal will ich noch 2 Monsterhöhlen, befreien, öffnen, wie auch immer. Dazu muss ich sie erstmal finden. Aber komme ich da erst dran, wenn ich diese Pilzschuhe habe? Vermute ich mal ganz stark, aber dass ich dann den ganzen Weg nochmal laufen darf, finde ich jetzt ein bisschen mies. Aber sobald ich da auf Eis laufen kann, ist alles wunderbar. Jetzt würde ich gerne wissen, ob ich diese Monsterhöhle da... Ne, da komme ich nicht dran. Nein, das war falsch. Okay. Ich werde mir diese Pilzschuhe erstmal holen müssen. So ein Dreck. Aber gut. Bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als die zu holen. Schließlich will ich weiterkommen. Und da ist der Kristall. Und ich will... Nein, ich will nicht bleiben, ich will zurück. Und ich sehe gerade die letzte Monsterhöhle. Ich will kurz gucken, wie man da hinkommt. Bevor ich zurück will. Da muss ich wahrscheinlich wirklich übers Eis laufen. Okay, ich brauche die Pilzschuhe. Zurück. Dann viel Glück. Schönen Dank. So, dann spreche ich erstmal mit den ganzen Lebewesen, die wir hier befreit haben. Dort liegt der Berg der Seelen. Es ist sehr warm im Inneren des Berges. Okay, hier ist der Junge. Ich werde dir meine Pilzschuhe geben. Auf den Sohlen befindet sich Schneckenschleim. Bäh. Lecker. Wenn du diese Schuhe trägst, wirst du nicht ausrutschen. Auf den Eisbahn wirst du weiterhin ausrutschen. DJ Kerr erhält die Pilzschuhe. Toll. Und wie die funktionieren nicht. Wahrscheinlich muss ich die... Nein. Hier ausrüsten, den Dinger. Da sind sie, oben rechts. Sehen interessant aus, die Schuhe. Gut, hier habe ich noch nichts. Dann gucken wir mal auf der linken Seite. Hier müsste das Pärchen sein, ja. Wir haben es sehr genossen und uns nur anzuschauen. Aha. Wir haben es sehr genossen, uns nur anzuschauen. Aber ich werde schon bald alt sein. Vielleicht sollte ich jemand Neues suchen. Also erstens, es ist ein Pärchen. Zweitens, warum sollen die alt sein? Die sehen viel zu jung aus, finde ich. Drittens... Ach egal, ich befasse mich lieber nicht damit. Und hier ist ein alter Mann. Meine Frau konnte früher Magie benutzen. Ist sie noch nicht da? Scheiße, okay.
Dann müssen wir warten, bis wir die Frau haben und ich habe dein Haus um. So, so, es ist selten hier niemand Neues zu sehen. Komm doch in mein Zimmer. Ich habe da ein Zimmer umrannt. Ich bin einfach außen rumgegangen. So, was hast du Tolles für mich? Setz dich hier vor mich. So? Ich habe so viele Fragen über menschliche Lebewesen. Ich komme von Himmel. Nur mal so zur Info. Wollen wir das ausdiskutieren? Sofern ich irgendetwas Tolles dafür kriege, gerne.